bisschen aggressiver und da gab es sowas eigentlich nicht mehr. Na, das war damals, weil wir konnten die Drehbücher ohne irgendeine Kontrolle, weil wir ja keine Subventionen brauchten, einfach das drehen. Es musste nur die freiwillige Selbstkontrolle von der deutschen Filmwirtschaft musste es passieren. Aber sonst konnten wir wirklich machen, was wir wollten. Ne? Und da war eine Szene drinnen, also ich war die Figur des wilden Reiters, der sich eigentlich um nichts kümmert, der einfach reinhaut, ne? Dort und dort und dort und sich um nichts kümmert. Und da habe ich mir einen Stempel machen lassen, ne? Wo drauf steht wilder Reiter. Und das habe ich damit gestempelt. Ne? Wo ich war, habe ich einen Stempel aufgeregt, da war der wilde Reiter, boom. Ne? Und da werden mir auch vorgelegt, das ist aus einer illustrierten Blätter da in meinem Landgut irgendwo im Moor, ne? Also so eine wilde Geschichte, und ich blätter da und da sehe ich das Bild des Papstes, schaue ihn so an und hau den Stempel drüber, wilder Reiter. Dann sehe ich das Bild von Franz Josef Strauß, also eine unangreifbare Person damals in Bayern, ne? Hau auch den Stempel drüber, wilder Reiter. Und das war für das Fernsehen der Grund, dass der Film 20 Jahre nie gezeigt wurde. Alle Anstalten haben den abgelehnt und da haben wir sogar gesagt, bitte, wir streichen die Szene, ne? Also die lassen wir herausschneiden. Und hat die Redakteur gesagt, nein, das machen wir nicht, weil das wäre dann für euch der Beweis, dass es eine Zensur gibt. Naja, ich meine, obwohl der Film ja ein durchaus achtbarer Erfolg war, hat der ja dann die Karriere von dem Spieker wohl so sehr negativ beeinflusst, gerade wegen dieser Zensurmaßnahmen, die eigentlich nicht stattfinden. Ja, also der war natürlich bei den Mächtigen, also bei den Regierungen, bei der Regierung und bei den Länderregierungen und bei der Bundesregierung nicht beliebt, das ist ganz klar aus diesem Grund, war aber vom Publikum wirklich ein Riesenerfolg und gerade da er ein Riesenerfolg beim Publikum war, war man natürlich besonders kritisch gegen eine Weiterverbreitung des Films durch das Fernsehen. Also das hat man verhindert. Das wollte man um keinen Preis haben. Und man hat damals natürlich die wunderbare Idee dann gehabt, man müsste doch jetzt den deutschen Film subventionieren. Unbedingt wichtig, weil da eigentlich so tüchtige Leute sind, die so viel Publikum ins Kino locken. Aber trotzdem, man muss es natürlich aufpassen, was diese Leute hier machen. Ne? Und dann musste man die Bücher vorlegen, dafür hat man aber dann Geld bekommen, wenn die Bücher die Zensur durchlaufen haben. Ne? Und so ist halt dann, sind sehr viele langweilige Filme entstanden. Und jetzt ist es halt natürlich seit Jahren wieder viel besser geworden. Jetzt ist eine neue deutsche junge Welle wieder gekommen, die wieder lustig ist. Aber in den 70er und bis Mitte der 80er Jahre war es also bis auf ein paar Ausnahmen ziemlich trist. Ja, Ich habe immer gesagt, es sind ein paar hundert Filme gemacht worden für die Blindenanstalt. Ne? Ja, nächste Woche auf Vox, die Artisten in der Zirkuskuppel ratlos von Alexander Kluge. Ja, na, das ist ein Schlecht. Ja, es ist natürlich eine historische Sache. Aber das war für mich gerade der Schrecken der Film. Also, der war Wahnsinn. Ich bin aus dem Schlafen nicht mehr rausgekommen. Ich habe die Augen aufgemacht, wieder hingeschaut, bin sofort wieder eingeschlafen. Ja, aber muss man auch gesehen haben, sowas. Als Schlafmittel. Wichtige Erfahrung. Ja. Nee, aber das hat mich auch so ein bisschen an Ihren Anfängen gewundert. Also das begann ja mehr so mit kleineren Rollen in so sehr renommierten Filmen mit Martin Held, mit Ewald Balser in der Jedermann-Verfilmung und aber auch so Heimatfilme, Ganghofer und so. Richtig, ne? Sehr schön. Und, Waldrausch. Waldrausch. Hör den Wald immer noch rauschen. Ja, bei mir wäre Waldrausch was anderes. Nee, aber Sie haben auch... Sie haben auch so was quasi Underground-mäßiges gemacht. Also ein Film beispielsweise, Die Verwundbaren, der ist ja auch mit den Eddie Saller-Filmen, glaube ich, neu aufgelegt worden. Der hatte so ein bisschen Richtung junger österreichischer Film, glaube ich, was. Also der wurde auch so gehandelt. Ja, da haben die Österreicher versucht, auch einmal so eine junge Welle also zu kreieren, ne? Also mit mittelmäßigem Erfolg. Es war für Österreich schon ein bisschen überraschend und war also im Verhältnis zur Kleinheit dieses Landes und war es also so ein kleiner Aufbruch. Ich meine, es war der Unterschied so, wie die Studentenrevolte 1968, der Unterschied war zwischen Frankreich, Deutschland und Österreich.
Also in Deutschland war ja einiges los. Ich war damals in Berlin und da war ja wirklich also eine sehr interessante und eine sehr vitale Stimmung, kann man sagen. Die hat auch einiges bewirkt. Und dann bin ich nach Österreich gekommen. Dann habe ich dann die Auswirkungen in Österreich von der Studentenrevolte gesehen. Die hat sich folgendermaßen abgespielt. Sind die Studenten bei der Uni, Tausende, ich glaube es waren 10.000, sind also zusammengekommen nach dem französischen und deutschen Beispiel, haben sie die Österreicher gesagt, so jetzt müssen wir auch was machen, nicht? Also wir können ja nicht ganz hinten bleiben, wenn wir auch in den Alpen sind, also wir müssen auch was machen. Also sie haben sich einmal versammelt, dann sind sie marschiert zum Gebäude des Unterrichtsministers, nicht? Und haben dann gejohlt, also heraus, heraus da, dass sie so beruhigt sei, liebe Studenten und Studentinnen, bitte, das ist doch kein Anlass, was da in Frankreich und Deutschland passiert ist. Ich bitte euch, lassen wir doch nicht diese Verhältnisse einreißen, wie in diesen Ländern. Ich mache euch einen Vorschlag. Gehen wir heute abends zum Heurigen, das ist, wo es Wein gibt, nicht? Also die großen Weinlokale, und sprechen in Ruhe darüber. Und blitzartig war die Stimmung der Aggressive weg und die haben gesagt, das ist auch eine Idee, gehen wir zum Heurigen. Das war die österreichische Revolution. Ja, das ist, was ich jetzt gesehen habe, den Trailer habe ich die Filme nie gesehen, das heißt, einen habe ich gesehen, den Hexenfilm, den anderen, den Frankenstein, habe ich nicht gesehen. Aber ich muss, darf ich ja nicht so ernst nehmen. Das Hexenthema ja wirklich war, nicht? Aber wie man das dann also filmisch verarbeitet hat, eben um Horror darzustellen, das kann man ja also nicht so ernst nehmen. Ich habe ja das gedreht oben in einem Schloss, in seinem mittelalterlichen Schloss in den Alpen. Vorher war der Film Der Hexenjäger mit Vincent Price und das war von England dann dieser große Welterfolg und der Film hat sich dann angehängt eigentlich an den Hexenjäger. Mein Herr? Aber der Regisseur des englischen Films, der war verstorben in irgendeinem Drogenrausch. Das war damals die große Zeit, er war verstorben. Es lebte nur mehr sein Assistent. Der war auch schon ziemlich hinüber. Der deutsche Verleih, hat also den Originalregisseur nicht mehr bekommen wegen des Ablebens. Und jetzt hat man halt dann den Regieassistenten genommen und gesagt, der kennt sich ja gut aus, er hat ja diese Filme hier, war ja mit dabei. Und der wurde uns dann vorgestellt, also der macht jetzt diesen Film. Er hat ja schon einen ganz sonderbaren Augenausdruck gehabt, wie er gekommen ist. Ja, so verschwommen alles und hat so viel herumgefuhrwerkt mit den Händen in der Luft und sich dann wieder so fallen lassen nach hinten. Na, das wird ja interessant werden, nicht? Und dann sind wir dort auf dieser Burg gewesen. Und er war eigentlich schon ziemlich schwach auf den Beinen durch die Nächte und so weiter. Und er steht da in der Burg und da sind eine große Treppe geht hinauf, wo wir also gedreht haben. Ne? Und er sieht die Treppe und sagt, it's impossible for me, the steps, also die Stufen. Er kann da nicht hier aufgehen, ne? Ist zu viel. Und da stehen so in dem Burghof, stehen so Sänften herum, weil er auch ein Museum war. Ne? Und er sagt, nehmt mich mit der Sänfte, sie soll mich mit der Sänfte in auftragen, ich will mit der Sänfte getragen werden. Und das war schon der Beginn eigentlich der Dreharbeiten, dass wir sind oben versammelt gewesen, da in der Halle zum Drehen, und da kommen also ein paar Bühnenarbeiter, die den hinaufgeschleppt haben mit der Sänfte. Na, und so ist es dann weitergegangen bis in die Mitte und dann war er nicht mehr in der Lage und wurde dann ausgewechselt, aber wie gesagt, aber er hat die Leitlinien für diesen Film, den Sie sehen, noch angegeben. Ne? Er hat dieses Genre sozusagen hier aufgebaut. Und als Abschluss möchte ich nur eine Geschichte erzählen. Also die Leute sind ja damals, ich meine, heute ist er mehr zum Lachen, aber damals war er also doch wirklich für manche ein wirkliches Schockerlebnis und die sind aus dem Film also hinausgestürzt und das war natürlich zusätzliche Propaganda für den Film. Nicht? Also, da habe ich davonrennen müssen, das war so arg, das habe ich nicht ausgehalten. Ich habe gesagt, was, das hast du nicht ausgehalten, da geh mal rein. Das ist ja nun diese Wirkung, die solche Ereignisse haben. Und ein paar Jahre später komme ich in Paris an, am Flughafen, und auf einmal werde ich von so 3-4 jungen Männern, so zwischen 30 und 40, umringt und die tanzen um mich herum und sagen, oh, great, Fox, Fox.